So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren neuen Folge von ETATATS 2. So. Wir sind gerade dabei, Schlafplatz zu suchen. Mal wieder. Oder vielmehr eine Schlafposition. Den Schlafplatz haben wir gefunden. Nur sind wir nicht geskillt genug, darauf auch schlafen zu können. Ha? Das ist auch bei einer echten Trucker-Ausbildung eins der wichtigsten Teilbestände dieser dreijährigen Ausbildung. Weißt du, ein Jahr lang lernst du das Fahren und alle Verkehrsschilder und alle Regeln, die es überhaupt gibt auf der Welt. Und die restlichen 2 Jahre lernst du, wie du schläfst. Und wie es ist, wie man sieht, haben wir das hier noch nicht gemeistert. Also, da fehlen uns einfach die Skills. So, wenn ich jetzt hier nicht pennen kann, weiß ich aber auch nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber ich dachte, ich schaff's auf Tag vorbei. Na egal, wir werden eh gleich neu laden. Da es hier mit dem Schlafen ja auch nicht zu klappen scheint. So, ist aber richtig schön gerade hier rein. So, besser kann man hier quasi gar nicht mehr reinfahren. Ja, wenn das jetzt hier nicht klappt, wollen wir schön nach rechts ziehen, damit wir auch schön im Parkslot sind. Und wenn das jetzt nicht klappt, dann. Warum fährt hier kein Auto? Ich muss Stress abbauen. Ernsthaft? Kein Verkehr? Ja, da kommt mein Opfer. Du wirst meinen Stress abbauen. Wo bin ich gerade gegengefahren? Haha, ich bin I'm better than you. So, feiern jetzt hier. Ist so bekloppt, Alter. Dieser Schlaflos durch Seattle. Was ist denn hier los? Und zum nächsten Parkslot. Aber wie gesagt, der nächste Parkslot, der muss funktionieren, weil wenn das Ding hier nicht funktioniert, dann deinstalliere ich das Spiel oder so. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist die letzte Mission mit dem Auflieger. Danach verkaufen wir das Ding einfach. So ein Trauerspiel erst. Oh Mann. Und dem fährt ein Güterzug. Da, Güterzug. Aber leider müssen wir auch bei uns, auch bei allen, ne? Weil leider wird es wirklich dunkel. Wobei unser Bett sieht doch gut aus. Wie viel haben wir noch? Wir haben noch 3 Stunden ungefähr. Ah. Ich zieh mal freundlich dran vorbei. Wie ist der Doppelblick an? Ich war doch noch gar nicht auf seiner Spur. Was ist denn los mit diesem Indian Bus Driver? So, 65 dürfen wir. Easy.
85 fahren war. Mann. Tja, auf jeden Fall war es das denn damit, dass wir in der Nacht aufwachen wieder. Das können wir original vergessen. Weil es ist jetzt schon 19 Uhr. Das heißt, wenn wir wieder aufwachen, ist es dann auch schon wieder hell. Also. So viel zu dem Thema. Ich meine, so gesehen wäre es natürlich ideal eigentlich. Aber wir wollten ja auch mal wieder in der Nacht fahren. Und in der Nacht fahren, danach sieht es gerade nicht aus. So, da vorne ist das Ding. Fahren wir so rum rein oder machen wir einen schönen Kreis? Ich sag mal, wir machen einen Kreis. Obwohl, die kommen auf die beiden Seiten rein, fand ich gerade. Aber egal. Oh, ich glaube, wenn das Ding zweiseitig ist, dann sollte man auch doch von der anderen Seite reinfahren, kann das sein? Dann werden wir jetzt so wahrscheinlich... Wow, halt. Ach ne, sind auch so eine Parkdinger. Oh Gott. Oh Gott. Das gibt's doch ja nicht. Hier sind auch echt so eine Parktaschen. Oh! Okay, hier kann ich einfach mitten auf der Straße. Ja, so können wir auf jeden Fall 8 oder 10 Stunden stehen bleiben. Wo sind die alle hin? Ey, ihr habt die Party verpasst. Klar, hier kann es natürlich mitten auf der Straße stehen. Es ist so. Ich meine, hey, zum Glück konnten wir jetzt hier parken, muss man sagen. Ich hatte schon Angst, dass wir auch nicht parken können, pennen können. Aber es ist schon wieder so... Es ist schon wieder so. Nee. Einfach nee. Das Parksystem müssen sie echt überarbeiten. Das funktioniert nicht. Keine Ahnung, es ist. Ich meine, programmiertechnisch wäre es relativ einfach. Die müssen nicht mal die Map umdesignen. Die müssen einfach nur sagen, dass du nicht mehr in dem Parkbereich komplett drin stehen musst, sondern einfach erst nur noch berühren brauchst, damit du parken kannst. Und schon werden alle Probleme weg. Und dann kann es zwar sein, dass du bei manchen Sachen auch super ungünstig schon stehen kannst, damit du schon parken kannst, aber ich meine, bei dem Ding, wo wir jetzt gerade waren, da ging es ja auch. Also, da standen wir auch mitten auf der Straße und konnten schon pennen. Also, warum denn nicht einfach gleich überall so machen? Ne? Ah, spart man sich viel Ärger. Vor allem, wir hatten ja das Glück, wir waren ja noch so ausgeruht, dass wir uns das leisten konnten, da von einem Parkslot zum nächsten zu fahren. Stell dir mal vor, du hättest schon beim ersten Parkslot fast ein rotes Bett gehabt und hättest dann auch noch die Bußgelder an. Digga, dann wärst du nur noch am Dösen, ne, dass der Bildschirm schwarz wird und du dann döst. Bist damit nur noch an Unfälle bauen. Und bekommst die ganze Zeit Strafe dafür, dass du Unfälle baust und dass du übermüdet bist. Ist ja schon wieder, wir fahren schon wieder viel zu schnell, by the way. Was ist denn los mit mir schon wieder hier? Bremsen. God damn it. Welcome to Glasgow. Sweet Beats. Klingt lecker. Zumindest finde ich, wenn die geschmort sind.
Achso, siehst du, sie hat einen Schreck, habe ich das vergessen, die Musik anzumachen. Ja. Ha. Ihr sagt aber auch nichts, ne? Das perfekte Lied, um wieder runterzukommen, Alter. Ja. Macht ihr einfach von mir einen Break-Test. Ich finde das doch immer witzig, dass. Hatte ich aber glaube ich schon mal gesagt, ne? Die LKWs, diese ganzen NPCs-LKWs, sind halt alles LKW in genau diesen Konfigurationen, wie wir sie auch kaufen können. Das heißt, sie haben zum Beispiel immer genau die Räder, die man selber auch kaufen kann, aber auch nur die LKWs. Wenn man jetzt hier irgendwelche Mülltransporter oder sowas hat. Oh gut, bei dem hier hinten kann man jetzt wahrscheinlich gar nichts sehen, weil da genau. Warte mal kurz. So. Der hier hat auch andere Räder, weil das sowieso ein LKW ist, der kein Semi-Truck ist. Aber alle Semi-Trucks, die NPCs hier fahren, haben alle immer genau die Ausrüstteile, die man auch selber haben kann. Und auch immer verschiedene Sachen, die zu den jeweiligen LKWs passen. Aber die Trailer haben immer diese ganz ordinären Felgen. Immer diese Felgen. Egal welchen Trailer du guckst, die haben immer genau diese ganz, ganz einfachen Felgen. Also, das finde ich schon. Das fällt einem schon irgendwann tatsächlich richtig auf. Auch wir hier haben hier unsere geilen Felgen. By the way, wie man sieht, die anderen Fahrzeuge werden irgendwann entladen. Ne? Hier. Die bekommen irgendwann so eine einfache Modelle. Die Räder sehen sehr HD-mäßig aus. Hier auch, ne? Voll HD. Aber unser LKW bleibt immer im vollen Detailreichtum geladen. Egal wie weit weg die Kamera ist. Auch witzig. Aber hier, wie gesagt, du hast immer. Oh, guck mal kurz weiter. So. Du hast halt immer die gleichen Felgen. Ist schon. Hier, der LKW hat jetzt so eine komische Felgen. Der hat jetzt auch die Standardfelgen, weil es bei dem LKW-Typ scheinbar normal ist. Aber wie gesagt, die Auflieger haben, egal was für ein Auflieger das ist, es sind immer diese Felgen. Aber das ist schon echt witzig. Na gut, also ob das witzig ist, keine Ahnung, aber es fällt halt irgendwann doch ganz schön auf. Dass sie da ein bisschen mehr Abwechslung reinbringen könnten. Erstens ist es halt witzig, dass die Semi-Trucks, die vorbeifahren, immer nur die sind, die man auch selbst kaufen kann, was dafür sorgt, dass wenn man jetzt zum Beispiel, ne, bei American Truck Simulator, da ist ja scheinbar kein LKW mit dabei. Du brauchst ja für jeden LKW brauchst du ja ein DLC. Und das heißt, wenn du zum Beispiel nur das DLC hast, für diesen LKW,
Da sind auch alle Semi-Trucks, die auf der sonst auf der Map rumfahren, alles dieser eine Typ. Es gibt halt keinerlei Variationen denn mehr. Was halt schon echt komisch ist. Vor allen Dingen finde ich es halt komisch, dass bei Euro Truck Simulator, da sind halt die meisten LKWs direkt im Spiel integriert. Das heißt, du hast direkt alle LKWs, ohne dass du irgendein DLC hast. Und bei American Truck Simulator brauchst du DLCs, damit du überhaupt irgendwelche LKWs hast. Da ist schon wirklich gar kein LKW mit dabei. Und vor allen Dingen, na, auch, dass die ganzen Semi-Trucks, die als NPCs rumfahren, auch alles nur Semi-Trucks sind, die du auch selber kaufen kannst. Weil alle anderen Fahrzeuge, die so als NPCs rumfahren, die sind ja auch extra Fahrzeuge für die NPCs. Also warum gibt es nicht auch noch ein bisschen mehr Abwechslung bei den Semi-Trucks, die so als NPCs rumfahren? Jetzt wieder auch noch ein paar Modelle hinzufügen können. Naja, das sind so manche Sachen, die fallen einem schon irgendwann auf. Wenn man lange genug das Spiel spielt und auf den Gegenverkehr achtet. Gerade wie gesagt, das mit den Felgen bei den Aufliegern, dass sie halt immer die gleichen Felgen nutzen. Ums Verrecken. Und wir raten bei sogar schon wieder. So. Und wir haben Rot. Ja. Oh, Züge. Wo? Wo denn? Ey, ich will Züge sehen. Okay, da hinten ist eine Schranke. Aber die nehmen wir leider von hier aus nicht. Sehr schade. Ah. Wir achten mal lieber auf die Straße. Ich fände es sowieso schön. Wenn, ich meine, ETS und ATS entwickeln sich ja stetig weiter. Es gibt ja auch immer, wenn man wieder so ein paar Projekte, wo so neue Map-Teile dazukommen. Aber es gibt halt verglichen damit dann irgendwo doch relativ wenig LKW-Modelle. Warum sie nicht einfach noch ein paar LKW-Modelle dazu machen? Design, Patchen, Knarren. Ne, dass bei späteren Versionen auch die Auswahl an LKWs mal ein bisschen größer wird. Ich meine, auf der einen Seite kann man sagen, ja, okay, es gibt ja schon, ich weiß nicht, 12 LKWs. Aber auf der anderen Seite, weißt du, du kannst in dem Spiel 50 Garagen haben, hast 300 Mitarbeiter und alle fahren die gleichen LKWs, weil es nur 10 verschiedene LKWs gibt. Na. Vor allem würde das dann halt auch bei den NPCs gesagt ein bisschen Abwechslung geben, weil bei den Semi-Trucks von den NPCs, die fahren halt auch nur die, die du selber halt kaufen kannst. Ich meine, noch schöner wäre es ja, wenn man halt auch noch andere LKWs kaufen kann und nicht nur Semi-Trucks, sondern auch zum Beispiel welche mit weiß nicht, also klassische Boxer, also wo dann hinten halt direkt statt eine Kupplung direkt einen Kasten hinten drauf hast, ich weiß gerade nicht, wie die Dinge heißen. Da gibt es ja diverse Mods, die sowas hinzufügen, aber eben nicht als Mod, sondern halt direkt vom Spiel selber. Warum die sowas nicht machen. Aber das Thema hat sich, glaube ich, mal angesprochen. Dass du halt bei den ganzen Mods dann immer das Problem hast, dass die Missionen, die die annehmen können, nicht darauf optimiert sind oder dass man dann bei so Boxauflieger auf einmal einen Auflieger ankuppeln soll. Und wenn man das dann macht, dann gibt es nur noch Grafikglitches, wo der LKW und der Auflieger alle rumspringen, wie die Bekloppten. Das könnte man natürlich damit verhindern, dass es halt wirklich direkt ins Spiel integriert ist von Anfang an und das Spiel dementsprechend darauf optimiert ist. Aber ja, ich meine, dass man sowas nicht macht, das kann ich mir sogar noch ein bisschen vorstellen. Dass man dazu halt das Spiel zu sehr umstrukturieren muss, keine Ahnung. Aber ein paar mehr LKW-Modelle als solches,
dass wenn man schon bei Semi-Trucks bleibt, man dafür ein bisschen, weiß nicht, 20 oder 50 verschiedene LKW-Modelle hat, das kann man doch schon machen. Muss ja auch nicht mit einmal sein. Aber wenigstens so, wenn eine neue Version rauskommt, dass man dann so zwei neue Truck-Modelle hat, in der nächsten Version dann auch wieder so zwei neue Truck-Modelle, aber in der nächsten Version dann vielleicht drei neue Truck-Modelle oder ähnliches. Und sich das Spiel damit auch ein bisschen, ne, umfangreicher wird von Version zu Version. Naja. Das sind so meine reizenden Anreize. SCS-Software macht was. Ich will eine neue Engine haben. Oh, das hier mal wieder. Oh. Was habe ich getan? Schöner Fluss, by the way. Vor allem mit so einer Sandbank in der Mitte. Kannst du schon ein Strandhaus drauf bauen. Ja, wenn Sie bei meinem Haus auf der linken Seite rausgucken, dann sehen Sie Strand. Und wenn Sie rechts rausgucken, dann sehen Sie Strand. Und jetzt kommt's. Wenn Sie vorne rausgucken, dann sind Sie Strand. Aber hinten, wenn Sie hinten rausgucken, dann sehen Sie eine Pferdeweide und dann ein Strand. Okay. Perfekter Wohnungsmakler einfach. Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Geil wäre es irgendwie schon. Auf so einer Sandbank ein Haus zu bauen. Ich meine, es wäre jetzt nicht das gerade das Intelligenteste. Weil, ne, so eine Flüsse, die haben ja eigentlich schwankende Pegel. Das heißt, früher oder später wird dein Haus einfach überflutet. Also von daher, wie gesagt, intelligent wäre das in keinster Weise, keine Frage, aber es wäre trotzdem schon cool. Ich meine, man kann ja auch, wenn man richtig ins Geld gehen möchte, ja, also richtig top-notch, kann man ja auch so bauen, dass man das Haus auf so Stelzen baut, die aber in der Höhe variabel sind und das Ganze dann quasi auf so eine Art Luftkissen baut. Dass wenn der Pegel steigt, das Haus einfach mitsteigt. Wisst ihr, wie ich meine? Dass es quasi nach oben und unten hin frei ist und nach links und rechts aber durch die Stützen fixiert ist. Kann man, ich meine, wenn man genug Geld hat, sich so ein Haus zu bauen, da sind die paar Millionen für so eine Konstruktion auch noch mit drin. Also, da sehe ich überhaupt kein Problem. So, wir müssen mal richtig schön weit ausschwenken, weil das so eine Dreckskack-Haarnadelkurve ist hier. Wenn das gereicht hat, bin ich der King. Oh, hat gereicht. War sogar viel zu viel. Wow. Respekt. Das Problem ist halt, wenn du halt nach rechts fährst, du siehst halt im Rückspiegel halt nichts mehr. Du musst dich also wirklich darauf verlassen, dass das reicht. Von daher nehme ich da lieber immer ein bisschen zu viel Risiko, Reserven, als dann zu sterben. Ist ja gut, Mädel. So, da vorne ist die Werkstatt, by the way. Ich bin mal gespannt, wie wir da klarkommen. Garantiert gar nicht. Was? Kann man schön klicken. Ich meine, gut, wir sind da sowieso, also können wir auch mal kurz reinfahren. Dann. Meinetwegen. Kam sowieso in letzter Zeit kaum noch, ne? Die letzten paar Folgen kam das irgendwie gar nicht mehr. Ich habe mir schon direkt aufgegeben. Wow, das ist ja witziger. Witzige Konstruktion.
So, ja, spannend, wie wir hier klarkommen. Ich meine, der Kreisverkehr sieht zum Glück groß genug aus. Aber vor allem hinten. Na gut, ich meine, unser LKW ist sowieso schon Schrott. Hatte der Vorfahrt? Nee, das ist einfach reingefahren. Oh, hier gibt es ja keine Verkehrsschilder, also hatten wir Vorfahrt. So ist doch die Regelung, oder? Wenn die Verkehrsschilder nicht anders sagen, dann haben wir Vorfahrt. One way? Achso, ja. Ja, nö, also hatten wir Vorfahrt. Fast ein Hurensohn. Und wir müssen für die ganzen Schäden bezahlen, Alter. Ah. Und wir müssen das wieder unserer Versicherung erklären. Ja, ich weiß, Herr Bartmann, Sie sind nicht schuld an dem Unfall. Ihnen ist jemand reingefahren. Aber trotzdem hätten Sie doch ausweichen können. Und ich weiß, er kam mit 180 auf Sie zu und Sie haben es erst 30 Sekunden vorher gesehen. Aber Sie hätten doch Wahrsager werden können. Also, Herr Bartmann, müssen Sie die ganze Rechnung selber zahlen. Ihr kleinen Hurensöhne. So, einmal Wartung. Noch haben wir 4%. Mal schauen, wie lange das so bleibt. Das Witzige ist ja, wenn man repariert, dann steigt der Prozentwert sowieso nicht an. Ich könnte jetzt problemlos 20.000 Mal Unfälle bauen und jedes Mal komplett mit 100% reingehen und reparieren lassen und der Wert würde bei 4% bleiben. Wo wir gerade davon gesprochen haben. Ja, auf jeden Fall würde der Wert bei 4% bleiben. Aber sobald ich dann... Was ist mit dem Auflieger los? Man sieht halt hier gar nichts. Hä? Ich fahre gerade jetzt die Zeit. Ficken! Na gut, das geht jetzt nicht eh nichts mehr. Aber so eng war doch gar nicht. Naja, gut, okay, doch. Gut, kann jetzt auch daran liegen, dass ich gerade rückwärts gefahren bin, obwohl ich das gar nicht wollte. Kann ich das ein bisschen intelligenter machen? Bestimmt nicht. So. Wenn ich jetzt hier außen rum fahre, also hier nach rechts abbiege. Wofür der Wendekreis hier garantiert nicht reicht, um die Häuser Wand drumherum. Ah. Oh, nee. Hier ist ja sowas von eng. Was will ich sagen? Genau. Also, man kann Unfälle bauen, wie man möchte, blablabla. Da ist immer noch 4%. Selbst wenn man schon 20.000 Euro blättern musste. Und wenn man dann aber das Spiel irgendwie gespeichert hat und dann neu lädt, wo man halt das Programm beendet hat und man dann weiterspielen möchte oder irgendwie sowas, aua, da war nicht los. Doch, leck mich doch, Alter. Ich wollte mich auf alle verarschen. Und wenn man dann halt das Spiel neu lädt, dann hat man aber auf einmal Selbstbeteiligung von 100%. Was ist jetzt die Pointe davon? Ich habe keine Ahnung mehr. Das Spiel hat mich halt komplett aufs Konzept gebracht gerade. So, muss ich irgendwie rauskommen? Das ist ein Tor. Das ist Tor. Goddammit. Eieiei. So, wo ist jetzt diese Dreckswaage? Ach, da. Kann sein, dass wir gerade falsch rum drauf fahren? Na, ist egal. Obwohl, da hinten ist ein Stoppschild. Das heißt, man muss hier auch so rumfahren können. Oh, vielen Dank für Ihre Kooperation. Welche Kooperation?
Die Axt von mir in deinem Schädel ist kein Zeichen von Kooperation. Aua. Aua. Aua! Ihr Schweine. Ihr Schweine. Eigentlich hätte ich da auch gleich Pause machen können, ne? Da habe ich jetzt schon wieder keine Parklücke. Was mache ich hier eigentlich? Da war gerade die perfekte Parklücke. Ich hätte da so gut parken können. So, das reicht. Siehst du, komm dran vorbei. Also, passt. Das war mal wieder eine Folge, sag ich euch. War ja Katastrophe. Mal schauen, was uns in der nächsten Folge erwartet. Bis dann.